In seinem ersten Telefonat mit dem israelischen Regierungschef seit 2 Monaten hat US-Präsident Joe Biden Benjamin Netanyahu vor einer Offensive in der Stadt Rafah gewarnt. Diese würde die Anarchie im Gazastreifen lediglich vertiefen, so Biden. Sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan gab nach dem Telefonat Auskunft über dessen Inhalte. Der US-Präsident habe Netanyahu gesagt, Israel brauche eine kohärente Strategie. Eine größere Bodenoperation dort wäre ein Fehler, weitere Zivilisten würden sterben, die humanitäre Krise würde sich verschlimmern und Israel würde international weiter isoliert. Am Sonntag hatte Netanyahu sein Versprechen bekräftigt, nach Rafah an der Südspitze des Gazastreifens vorzudringen, wo mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Territoriums Zuflucht gesucht haben. Nach Bidens Anruf erklärte das Weiße Haus jedoch, Israel sei damit einverstanden, Mitarbeiter nach Washington zu schicken, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Vorerst werde die Rafah-Operation daher nicht fortgesetzt. Unterdessen behauptet Israel bei einem tödlichen Zusammenstoß im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt am frühen Montag 20 Hamas-Kämpfer getötet zu haben. Auf einem Video der israelischen Streitkräfte war zu sehen, wie israelische Soldaten ihre Waffen abfeuerten und das Gelände betraten. In Augenzeugenaufnahmen der Razzia sind Schüsse und Explosionen zu hören, bei der laut Israel auch ein hochrangiger Hamas-Aktivist ums Leben kam. Insgesamt seien mehr als 200 Terrorverdächtige festgenommen worden. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza sagte, der israelische Angriff habe mehrere Opfer gefordert und einen Brand verursacht. Die Kämpfe haben im Gazastreifen zu einer Nahrungsmittelkrise geführt. Von den Vereinten Nationen unterstützte Beobachter sagten am Montag, dass rund 1,1 Millionen Menschen mit katastrophaler Nahrungsmittelknappheit konfrontiert seien.